Grüß euch und herzlich willkommen bei der Firma Schwarzmeier. Ich bin's wieder, der Dahlinger Paul, und ich darf euch heute was über die Bodenbearbeitung erzählen. Mein Tipp ist bei der Einstellung von Gruppen auf jeden Fall, dass der Rahmen immer in der Parallele zum Boden ist. Das heißt, man sollte nicht vorn voll reinziehen und hinten weiter heraus, weil dann habe ich einfach verschiedene Bearbeitungshorizonte und man sollte schauen, dass man ungefähr in derselben Ebene arbeitet. Wichtig ist, dass der Gruppe immer mit der Last auf der Walzen läuft hinten und dass er von alleine schön einzieht. Das heißt, Oberlenker leicht auf Spannung und aufliegen sollte aber trotzdem hinten auf der Walzen. Ja, wir haben da jetzt ein Karat 9 da. Genau. Der Gruppe, was zeichnet denn aus? Auf jeden Fall einmal die wechselbare Schar. Und zwar, wenn ich heute sage, eine Gruppe ist immer universal einsetzbar. Man kann eine vorerst zum Stoppesturz hernehmen, wo ich sage, okay, da will ich unbedingt ganz flach fahren, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. Dann kann ich das ganz einfach mit einem Klicksystem, mit einem Splint hinten, kann ich den außer tun, kann ich die Schar runter tun und kann ich einen Flügel schaffen. Dann mache ich meine Bodenbearbeitung und wenn ich sage, okay, ich will jetzt die Begrünung bauen und will da Tiefgruppen, zack, nehme ich wieder den Splint, den tue ich außer. Steck wieder die anderen Schuhe auf, wie wir es jetzt da haben, zum Tiefgruppen und schau, geht's wieder dahin. So, das war's jetzt einmal von mir soweit. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwo Hilfe braucht bei der Einstellung und so weiter, dann meldet euch gerne jederzeit bei uns in der Firma. Danke soweit und wir hören uns. Pfiat euch!